Traumhafte Reiseziele für kleines Geld. Die Top 5 der Marco Polo TV-Redaktion. Platz 5. Portugal. Atemberaubende Strände, eine abwechslungsreiche Naturlandschaft, schöne Städte und gastfreundliche Menschen. All das findet man in Portugal. Was ein Traumziel, oder? Kaum zu glauben, dass die Kosten vor Ort vergleichsweise gering sind. Flüge im Sommer findet man schon ab 150 Euro, zum Beispiel nach Lissabon. Wer sparen will, geht in ein Guesthouse oder Airbnb. Da bekommt man für unter 50 Euro pro Nacht schon sehr viel geboten. In der Nebensaison findet man zu demselben Preis jedoch auch schon sehr gute Hotels. Der Transport vor Ort ist am günstigsten, wenn man die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt. Viele Städte sind auch wunderbar zu Fuß erkundbar. Für ca. 20 Euro könnt ihr zum Beispiel mit der Lisboa-Card für Lissabon den öffentlichen Verkehr unbegrenzt nutzen. Und ihr bekommt Rabatte oder sogar Gratiseintritte für alle wichtigen Sehenswürdigkeiten. Wer plant, ins Restaurant zu gehen, bekommt schon ab 10 Euro pro Person ein einfaches Gericht mit Getränk. Richtig guten Wein gibt es schon ab 5 Euro. Doch Vorsicht! Oft bekommt man ungefragt eine Vorspeise aufgetischt, die man im Nachhinein zahlen muss. Falls ihr das nicht wollt, lehnt es lieber ab. Die schönsten Bauwerke Portugals lassen sich kostenfrei besuchen. Wenn man sie von innen betrachten möchte, liegen die Eintrittspreise je nach Attraktion bei 5 bis 10 Euro. Wir verweisen jedoch nochmal auf die Lisboa-Card, bei der man einige Eintritte auch umsonst oder viel günstiger bekommt. Die Strände und die atemberaubende Naturlandschaft lassen sich natürlich auch umsonst erkunden. Platz 4. Kroatien. Das Land an der Adria dürfte für Fans des günstigen Reisens schon lange kein Geheimtipp mehr sein. Denn Kroatien ist super vielseitig und hat einiges schon für kleines Budget zu bieten. Einen Flug nach Kroatien bekommt man in der Vor- und Nachsaison schon für 30 Euro. Auch in der Hauptsaison ist ein Flug erschwinglich. Noch günstiger wird es, wenn man sich für eine Zugfahrt entscheidet. Von Deutschland, Österreich und der Schweiz fahren Direktzüge zum Beispiel nach Zagreb. Da bekommt man Tickets sogar in der Hauptsaison schon für 30 Euro. Hotels. Budgetunterkünfte bieten ein privates Doppelzimmer schon ab 25 Euro die Nacht an. Selbst richtig gute Hotels gibt es schon ab 50 Euro pro Nacht. Der Transport in Kroatien stellt ebenfalls kein Problem dar. Hier kostet ein Einzelticket für die öffentlichen Verkehrsmittel je nach Zone 1 bis 3 Euro. Auch das Taxifahren ist mit 80 Cent bis 2 Euro pro Kilometer verhältnismäßig günstig. Innerorts lässt es sich jedoch auch wunderbar zu Fuß erkunden. Die kleinen traditionellen Restaurants, die Konobas, haben das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein Mittagsmenü bekommt man hier schon ab 5 bis 6 Euro. Außerdem ist das lokale Bier mit 2 bis 3 Euro pro 0,5 Liter nochmal günstiger als das importierte. Also könnt ihr auch da sparen. In Kroatien gibt es so viel aufregende Natur und schöne Städte, dass man auch komplett kostenlos einiges sehen kann. Wer aber bestimmte Sehenswürdigkeiten wie das Pula Amphitheater sehen möchte, muss dann auch mal 5 bis 6 Euro zahlen. Platz 3. Albanien. Den perfekten Mix aus Kultur und Stadt und Strand und Natur bietet Albanien. Coole Städte, kleine Dörfer, die Berge, schöne Strände und all das für ein sehr niedriges Budget. Man findet selbst in der Hauptsaison schon Flüge ab 50 Euro. Ein extra Spartipp ist, den Flughafen in Kukës anzusteuern. Die Flüge sind meist günstiger. Schöne und saubere Hotels bekommt man schon ab 15 bis 20 Euro für 2 Personen. Oft ist sogar ein einfaches Frühstück bereits inklusive. Innerorts ist es am einfachsten, alles zu Fuß zu erreichen. Denn der Fahrplan der Busse ist sehr kompliziert und es fahren tagsüber auch nicht sehr viele. Die 8-stündige Fahrt von Tirana nach Saranda bekommt ihr schon für 10 Euro. Das Essen hier bekommt man ebenfalls schon für einen Spottpreis. 12 bis 15 Euro bezahlt man hier für 2 Personen mit Drinks, Vorspeise und Hauptgericht. Kaum zu glauben, oder? Die Festung Kruja hat tatsächlich freien Eintritt. Auch so gibt es einiges kostenfrei zu entdecken. Selbst für die großen Sehenswürdigkeiten wie den Nationalpark Butrint zahlt man nur ca. 5 Euro Eintritt. Platz 2. Bulgarien. Ein Strandurlaub am Schwarzen Meer in Bulgarien ist unter den deutschen Urlaubern sehr beliebt. Kein Wunder,
denn ein Urlaub hier ist im Vergleich mit anderen europäischen Reisezielen sehr günstig. Auch die Preise für einen Städtetrip sind hier günstiger. Flüge findet ihr oft schon ab 50 Euro in die Hauptstadt Sofia. Auch hier lohnt es sich wieder, in der Nebensaison zu reisen. Schöne Airbnbs gibt es schon ab 10 bis 12 Euro pro Nacht. Bevorzugt man Hotels mit toller Lage, findet man hier schon Angebote ab 60 Euro die Nacht. Besonders günstig sind die öffentlichen Verkehrsmittel innerorts für gerade mal 4 Euro für ein Tagesticket. Ein Einzelticket kostet nur um die 80 Cent. Selbst eine Taxifahrt kann man sich hier für 50 bis 60 Cent pro Kilometer ruhig mal gönnen. Die Genießer, die gerne ausgehen, finden hier schon eine leckere Mahlzeit im Restaurant für 8 Euro. Am besten lässt sich Bulgarien wohl mit einer Free-Walking-Tour erkunden. Und wie der Name schon hergibt, ist diese komplett umsonst. Auch so hat Bulgarien einige tolle Sehenswürdigkeiten zu bieten, die absolut kostenfrei sind. Wie zum Beispiel die Rila-Seen und das dazugehörige Kloster. Platz 1. Georgien. Sparfüchse, die viele leben möchten, sind hier genau richtig. Das kleine Land im Kaukasus gewinnt immer mehr an Aufmerksamkeit. Preislich erinnert es an Backpacker-Paradiese wie Vietnam oder Thailand. Zugegeben sind die Preise für die Flüge im europäischen Mittelmaß, aber dafür spart man eine Menge Kosten vor Ort. Spartipp: Die Flüge nach Kutaisi sind meist günstiger. Ein unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis bieten die Hotels. Hier findet man schon 4-Sterne-Hotels für um die 40 Euro pro Nacht. Wer nicht gern läuft oder im Urlaub etwas fauler sein möchte, der kann ganz bequem Taxi oder Busse nutzen. Preislich liegt man hier tatsächlich bei Centbeträgen. Eine Metrofahrt kostet um die 15 Cent. Eine Taxifahrt gerade mal 30 Cent pro Kilometer. In Georgien kann man ohne schlechtes Gewissen täglich auswärts essen. Eine komplette Mahlzeit mit Getränk kostet selten über 10 Euro. Auch die Getränkepreise können sich sehen lassen. Ein großes Bier kostet gerade mal 1,30 Euro. Die meisten Sehenswürdigkeiten sind auch hier umsonst. Schaut euch die tolle Natur an und besichtigt die Festung Narikala. Auch das umsonst. Nur für die Seilbahn müsst ihr 1,20 Euro dabei haben. Was ist euer Urlaubsspartipp? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wenn ihr keine Urlaubstipps mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal.